Hallo, ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Hier in Berlin schien ja stundenweise die Sonne. Man konnte also mal eine kleine Ahnung von Frühling erhaschen. Vor einigen Tagen war ich auf einer Fashion Show und bin von einer jungen Dame auf mein Outfit angesprochen worden und von ihr gebeten worden, ein paar Fragen zu beantworten vor der Kamera. Und zwar wollte sie wissen, was ich denn so an mir trage und wo die Sachen her sind. Jetzt denke ich mal, dass das für diese junge Frau etwas enttäuschend war, denn ich hatte gar keine Labels, ich konnte mit gar nichts prahlen. Ich hatte eine Mütze an, die mir geschenkt wurde, genauso wie diese. Ich hatte Schmuck an, der mir geschenkt wurde. Ich hatte ein Kleid an, von dem ich gar nicht mehr wusste, wann ich das gekauft hatte, weil es schon so alt ist. Ich hatte einen Mantel an, der vom Secondhand-Laden war und Details vom Flohmarkt. Und das erzählte ich so, und ich merkte so im Gesicht, es fiel überhaupt kein Label. Also es war vielleicht enttäuschend, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall war mein Outfit gut genug, um von diesem Mädel herausgepickt worden zu sein. Was ich damit sagen möchte, ist, dass toll auszusehen gar nichts mit Geld zu tun hat, sondern mit dem richtigen Auge, mit dem Mut, mal Dinge anzuziehen, die nicht alle anziehen. Und mit der richtigen Kombination und der entsprechenden Sammelleidenschaft. Sollten Sie kleine Inspirationen brauchen, was das betrifft, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich ansprechen. Das ist nämlich mein Gebiet. Image Coaching, Style Coaching und so weiter und so fort. Und ich freue mich, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine gute Restwoche. Bleiben Sie mir treu, bleiben Sie sich treu. Ihre Stella. Tschüss.